damit der Morgen gut anfängt, erstmal Kaffee trinken. Und warmes Bananenbrot essen. So ist es. Hier sind wir jetzt auf eine Ranch reingekommen und haben den beim Vorbeifahren gesehen. Sah von Weitem richtig cool aus mit der Patina. Jetzt, wenn man ein bisschen näher guckt, sieht halt schon doch ein bisschen gebraucht aus. Allerdings laut Besitzer, das ist ein älterer Mann, der wohnt seit 50 Jahren hier, ist das Fahrzeug schon immer ein Familienbesitz gewesen und soll scheinbar auch nur 30.000 Meilen gelaufen sein. Innen ist verdammt viel Trash drin, also die Amis tun einfach irgendwelchen Müll da reinlegen, das ist bei denen irgendwie normal. Aber ansonsten, die Sitze und so sehen alles sauber aus. Man darf sich da nicht blenden lassen. Das Ding steht halt hier schon ewig rum, aber wenn der hier mal rauskommt und geputzt ist und hier die Leiste unten wieder dran ist, die Tür wieder sauber zuschließt, dann sieht das Ding natürlich ganz, ganz, ganz anders aus. Dementsprechend, ich lasse mich davon auch nicht blenden, sondern ich gucke mir einfach den Zustand genauer an und kann auch hier reingucken. Der ist hier komplett original. Also da ist noch nie was rumgespielt worden. Dementsprechend, dass er ziemlich weitestgehend original ist, das glaube ich dem auch, nehme ich dem auch ab. Man sieht auch hier die komplett originale Pappe noch, die nicht arg benutzt ist. Deswegen Laufleistung kann sein, kann ich jetzt aber auch nicht nachprüfen wirklich. Aber er ist so, Grundbasis ist gut. Wir werden jetzt mal probieren zu verhandeln, mal gucken was er will dafür. Motor soll auch laufen, der soll richtig Dampf scheinbar haben. Also soll richtig strong laufen, aber ich denke mal, wenn die Leute von ihrem Fahrzeug überzeugt sind, dann sagen die das wahrscheinlich immer. Oder wenn die da eine Zeit lang damit gefahren sind. Ja, jetzt schauen wir mal, jetzt reden wir mal mit dem Mann und dann gucken wir mal, vielleicht können wir da einen guten Preis machen und dann können wir das Ding vielleicht mitnehmen. Hier eine coole Kiste gesehen, direkt hier an der Straße. Aber hier macht keiner auf. Aber trotzdem mal zum Zeigen, wir haben hier ein Allrad Ford F-150 Shortbed. Also mega selten. Shortbed gibt es bei Ford erstens nicht so oft und dann noch Allrad dazu. Richtig coole Kiste. Aber uns macht hier niemand auf. Reinlaufen willst du hier auch nicht einfach. Hier kommt überall Keep Out, No Trespassing. No Trespassing. Also das heißt, wenn ich hier einfach reinlaufen würde, ich glaube der Junge, der würde mir Ärger machen. Aber hier macht auch niemand auf. Geschrien, gehupt, gemacht. So ist es halt manchmal. Wir sehen hier verdammt viele geile Fahrzeuge, aber wir kommen halt einfach schlecht ran manchmal. Aber wir bleiben dabei. Hier mittendrin im Barbecue. Käsenudeln. Bohnen. Und natürlich ein geiles Bellwhip. So muss es sein. Und live Musik. Wieder was Cooles gefunden. Ford Pickup. Mit einer mega Patina. Kommt jetzt hier gar nicht so rüber. Aber sieht schon richtig krass aus. Die Heckklappe hat ein bisschen gelitten. Aber ansonsten sieht er vom Blech echt gesund aus. Bis auf den heftigen Oberflächenrost. Sieht schon geil aus, aber sogar zugelassen, 723, aber ich finde den Besitzer nicht. Macht wie ihn auch keiner auf? Naja, schauen wir mal. Wieder on the road, ein paar Fahrzeuge haben wir angeschaut, hier kurz die Bilder. Alter,
Das ist manchmal crazy hier. Du fährst hier durchs Land und du siehst manchmal links und rechts, da gibt es so viel Zeug zum Sehen, so viele Fahrzeuge. Und da bist dann kurz mit dem Kopf woanders. Ihr wart jetzt live dabei. Und so geht es uns oft hier. Aber wie ihr auch gesehen habt, man kommt nicht überall ran. Es ist nicht ganz so einfach, wie manche sich das vorstellen. Aber trotzdem, ihr habt ja gesehen, ein paar Fahrzeuge hätten wir. Da sind wir jetzt nur noch in Verhandlung, beziehungsweise in Verhandlung sind wir schon. Die Fahrzeuge haben wir jetzt auf Halde gesetzt. Da war wieder so ein geiler Käfer. Da war ein Käfer, ein schöner Käfer gerade. Mit mega Patina. Aber Käfer gibt es ja in Deutschland genug. Dementsprechend fahren wir gerade weiter. Und die Fahrzeuge sind jetzt erstmal auf Halde und die könnt ihr dann holen. Könnt ihr was dazu schreiben, ob sie euch gefallen oder nicht. Ansonsten geht es jetzt weiter, erstmal Richtung San Antonio, zu einer Stadt, die einen deutschen Namen hat, die heißt? New Brownsfield. New Brownsfield. Und da gehen wir in ein Hotel, das heißt? Edelweiss. Edelweiss. Dementsprechend bleibt dabei, es geht weiter.